Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls Online. Teso! Und falls ihr jetzt gerade oben in das Questlog schaut, da steht das Schicksal von Sir Hughes. Da stand vorher was anderes. Ich weiß nicht mehr, wie die Quest hieß, aber da stand auf jeden Fall was anderes. Und das Problem ist folgendermaßen: Ich habe gerade eben 12 Minuten aufgenommen. Für die Folge natürlich, ist klar, aufnehmen halt, ne? Und habe schon eine Quest gemacht. Das Problem ist, mittendrin im Spiel, in der Aufnahme, kam eine Fehlermeldung. Das Spiel ist abgekackt, die Aufnahme verloren gegangen. Das heißt für mich, ihr seht die eine Quest halt nicht. Was natürlich richtig behindert ist, meiner Meinung nach. Aber ich werde sie jetzt so gut es geht nachstellen. Extra für euch. Ja, ich bin so nett. Und ich weiß sogar noch, wie es war. Man musste hier Sei lang. gegrüßt. In das Dach, auf das Dach der großen Halle und das Horn blasen für Sir Edmund. Hier war's. Dann hat man so geblasen. So ungefähr. Und dann, wie der Questmarker schon zeigt, muss man rausgehen. Ich werde das jetzt Ich nachstellen, bin nicht gerade für meine damit ihr Kenntnisse bekannt. quasi nichts verpasst, sage ich jetzt einfach mal. Ich versuche auch die Gespräche teilweise nachzustellen, weil es ist mir wichtig, dass ihr alles mitbekommt. Ich habe übrigens auch noch, der war vorher auch nicht hier, komischerweise. Ich habe auch noch was geklaut, ja, was geklaut. Was mir aber sehr, sehr wichtig erschien, und zwar ein Amethystenring, der in einer Truhe war. Ich habe einfach mal wieder Truhen geöffnet, wie in den guten alten ersten Folgen in Dolchstoß. Ach, schon ewig. Ey, ist viel lange das her, das ist krass. 4, 5 Monate schon. Das ist echt krass. Und da habe ich dann mal einfach mal wieder was gestohlen, Amethystenring, und habe gemerkt, der ist besser als der hier. Weil der macht zwar Lebensregeneration, aber der hier macht 286 mehr Leben. Das ist richtig gut. Und von daher habe ich den einfach genommen. Also ich werde jetzt auch öfter in Truhen wieder nachschauen. Ich habe auch noch einen Dietrich geklaut. Für die, die es interessiert. Grüße. So. Dann sollte man mit Sir Edmund übrigens drinnen sprechen, der jetzt hier draußen ist. Und mit denen habe ich geredet, dass ich das jetzt gemacht habe. Und dass er dann sagt, gut, geht jetzt da nach hinten und tötet Sir Crew. Blast dann in das Horn, damit wir wissen, dass er tot ist. So, oh, wie süß, ein Fennec. Ist ja niedlich. So, da musste man natürlich hier rüber. Mal gucken, ob die Gegner noch da sind. Dann kann ich Hallo. sogar die Kämpfe nachstellen. Das wäre schon sehr, sehr cool. Weil das ist echt ärgerlich, wenn das. Ja, und gescheitert, ich werde euch noch sagen, an welcher Sache das Spiel denn abgekackt ist. Aber ich glaube, die Gegner hier sind weg. Ja, die Gegner sind. Ja, die Gegner sind weg. Schade, weil hier war einer. Da waren zwei postiert. Hallo. Kann ich mit dir reden, damit ein bisschen Zeit wenigstens. Die Leiche hat mit mir geredet. Jawohl. Okay, komm. Rumspinnen muss man jetzt nicht. Warte mal, was gibt's denn hier eigentlich so Schönes? Hier habe ich mich noch gar nicht nachgeguckt. Hier ist sogar so ein kleiner Weg, oder? Ah ja, nee, geht so. So. Bin dann halt hier hingegangen. Oh, da hinten ist doch auch was, oder? Ich weiß, Viel zu da ist tun. bestimmt nichts, aber. Mich juckt so in den Fingern. Hier ist doch irgendwo was, oder? Versteckt? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Nee? Auch nicht. Okay, gut. Gut, da musste man auch nicht hin. Man musste einzig und allein da rein. Und das werden wir jetzt auch tun. Klar, geht jetzt alles ein bisschen schneller. Aber. Seid gegrüßt. Gut. Hier waren dann halt auch ein paar Gegner, habe ich platt gemacht. Und hier war Sir Crew. Habe ich natürlich mit einem Pfeilhagel. So. Dann den Giftpfeil gemacht, den ich natürlich jetzt nicht machen kann. Und dann auf ihn eingekloppt. Ich habe das hier gemacht. Das hier. Und vor allem noch das irgendwie. Oh, ich kann die Feuerstelle benutzen. Interessiert mich aber nicht. Und so weiter und so fort. Und ich habe ihn getötet. Ah, die kann man auch nur stehlen. Schade. Was soll nur aus der Welt werden, wenn dahergelaufene Banditen wie die Rotkrähen einfach eine Stadt einnehmen können? Die Rotkrähen, ja, die sind doch schon längst Geschichte. So, hier oben war ich zwar nicht, aber die Hänzen kann ich einfach mal mitnehmen. Könnte ja sein, dass da was Geiles dabei ist. Aber sieht nicht so aus. Oh, was ist denn hier? Hier war ich, wie gesagt, noch nicht. Komm, irgendwas Geiles muss doch dabei sein. Oh, gibt's doch gar nicht.
Neue Schilde auch nicht. Hä? Nee. Nee, alles nur Scheiße. Ich kann das alles wieder schön zerstören. Stahlhänzen, da kann ich die ja auch eigentlich kaputt machen. Weil das bringt uns ja nichts. Leute, die sind besser. Da werde ich den mal kaputt machen, wa? Jo. Würde ich mal so sagen. Soyuz Axt habe ich auch bekommen. Es sind aber einige Waffen. So, hier sind Stahlbietenhänder. Sind auch nicht besser. Nee. Sind auch nicht besser. Mach ich einfach mal weg hier. Komm. Ist ein bisschen Zeit schindern. Wisst ihr, warum ich das eigentlich alles mache? Damit halt, ne? Damit es halt alles so ein bisschen im Rahmen bleibt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Oh. Ach, hier war das zweite Horn. Ja, genau. Da kommt man eigentlich auch von der Tür, wo ich eigentlich hergekommen bin. Da musste man hier reinblasen. So. Dann ist man hier wieder rein. Dann ist man genau den Weg hier wieder raus. Und hat dann halt mit Sir Edmund gesprochen. Ich könnte euch natürlich auch jetzt irgendwelche Scheiße labern, falls ihr die Quest nicht gemacht habt und das Spiel trotzdem habt. Aber das mache ich nicht. Ich bin ja kein... Achso, und hier bin ich übrigens mal wieder in der Third Person gelaufen. Was heißt mal wieder? Ich bin eigentlich nur einmal... Da liegt irgendeiner. Nur einmal in der Third Person gelaufen oder zweimal höchstens. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so auf Abenteuer bin, mache ich das. Und wenn ich kämpfe, mache ich einfach so. Das geht von meinem Daumen aus richtig zackig. So, und jetzt hat man mit Sir Edmund gesprochen. Wir reden ihn einfach mal an. Es war schlimm genug, meine Ordensgeschwister umzubringen, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber diese Angelegenheit mit Sir Hugh ist einfach undenkbar. Er ist unten in der Krankenstube. Er soll von der Tötung der Herzogin fantasiert haben, bevor er bewusstlos wurde. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Und genau da habe ich gesagt, ich weiß, was zu tun ist. Und dann bin ich hier rein. Also in der Art habe ich es halt gesagt. Na gut, wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten gespart. Schlimm ist das jetzt nicht. Ich habe es halt so gut wie möglich war dargestellt. Übrigens gehört jetzt Sir Edmund die Festung. Hat einfach mal jetzt so gesehen für sich eingenommen. Und jetzt sind wir im Krankenzimmer der großen Halle. Und jetzt kommt gleich die Stelle, wo es abgekackt ist. Deswegen werde ich davor nochmal einen Cut machen, damit das hier gesichert ist. So, und du? Mit dir habe ich auch geredet. Ich fürchte, Sir Hugh ist bereits unwiederbringlich verloren. Mögen die 8 über seine Seele wachen. Und mit ihr habe ich gestritten, dass ich doch bitte zu Sir Hughes will. Aber sie hat die ganze Zeit gesagt, nein, in diesem Zustand geht das nicht. Und ich habe aber gesagt, doch, in diesem Zustand muss es gehen, denn er hat halt die Herzogin umgebracht und alles, ja. Und aus diesem Thron da habe ich auch übrigens die Sachen geklaut, die ich meinte. Gut, und als ich hier rein wollte... In Sir Hughes weiß ich nicht, weil immerhin ist da eine Tür, ein Türsymbol. Also wird da ja wohl ein Dungeon auf uns warten. Oder irgendwas. Und dann ist es abgekackt. Deswegen werde ich jetzt hier den Cut machen. Für euch heißt das aber nicht, dass es eine kürzere Folge wird. Also von daher, ne? Bis sofort. Auf geht's. Mal schauen, ob es funktioniert. So, und der Bett ist natürlich blind. Weil hier in der Ladesequenz ist es abgekackt. Bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Oder halt nicht. Wir werden sehen. Es hat geklappt. Okay, ab jetzt ist wieder blind. Kann ich hier was mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ist wahrscheinlich nur so ein Vergangenheitsding. Ich kann nicht mal die guten Bücher lesen, Mensch. Der Herzog hätte die Tochter von König Faharajat nicht heiraten sollen. Die Hochzeit des Herzogs war ein Fehler. Er bringt uns alle in Gefahr. König Faharajat hat vor, Al-Kher zu erobern. Herzogin Lakana ist ein Spion. Er führt alle an der
der Nase herum. Sie und Ihr Vater haben sich gegen uns verschworen. Herzogin Laetana plant einen Angriff auf Altair. Jemand muss sie aufhalten. Die Herzogin hat uns hintergangen. Ich muss sie aufhalten. Koste es, was es wolle. Ist das echt so? Das würde mich echt mal interessieren, ob diese Herzogin das wirklich gemacht hat. Ob sie wirklich hintergangen hat oder nicht. So, gehen wir mal nach oben. Oh, da ist Herzogin. Ich weiß, was ihr vorhabt, eure Hoheit. Was wollt ihr hier? Verlasst sofort mein Gemach. Ich werde nicht zulassen, dass Altair in die Hände der Rotwardonen fällt. Altair in den Händen der Rotwardonen? Tränen von Zed. Ihr habt den Verstand verloren. Tut mir leid, aber anders geht es nicht. Nein, bitte. Was habe ich nur getan? Das frage ich mich auch. Oh, hi. Ich habe sie getötet. Sie hatte es verdient, oder? Ich weiß, sie hat es verdient. Oder ich denke, ich weiß es. Ist das hier alles echt? Nein, das ist ein Traum, du dummes Stück. Nein, das ist ein niemals endender Albtraum. Ganz gleich, ob ich nun schlafe oder nicht. Ich habe Herzogin Laetana getötet. Das Omen hat mir vergiftete Gedanken eingeflüstert. Jetzt quält es mich und zwingt mich, den Mord immer und immer wieder mit anzusehen. Wer oder was ist das Omen? Das Omen der Furcht. Es ist immer bei mir. Es flüstert mir ständig zu, erzählt mir über die Rotwardonen, über Laetana. Ich habe ihm geglaubt, aber es hat mich belogen. Ich habe eine unschuldige Frau ermordet und den Herzog verraten. Jetzt versteckt es sich, aber es ist nicht fort. Wie können wir es aufhalten? Wir müssen es töten. Ihr müsst es töten. Mein Schwert. Im Traum habe ich es im Thronsaal gelassen. Das Omen wird von ihm angezogen. Findet das Schwert und ihr findet das Omen. Alles klar. Tötet das Omen der Furcht. Das werde ich wohl tun müssen. Oh, erstmal wenn ich mich regeneriert habe. So ein bisschen. Das Schwert von Zeus. Ich kann eure Angst sehen. Hi. Oh oh, oh oh. Aua. Falsche Taste. Ich brauche einen Trank. Oh Gott. Oh Gott. Oh, nicht gut. Kann ich nicht nehmen. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Holy fuck. Nein. Komm her, ich vergifte dich, du Sau. Zack. Oh Gott. Was ein Kampf. Eichenschild, ja, okay, gut. Und Dedra-Fetzen, naja, was soll's. Soyuz. Ihr habt das Omen getötet. Mögen die Acht euch segnen. Mein Geist ist frei, aber meine Sünden bleiben. Geht es euch denn gut? Ja, es geht mir gut. Aber meine Taten lasten mir schwer auf der Seele. Ich habe die Ritter der Flamme zu einem Aufstand angestachelt. Ich habe die Herzogin ermordet. Ich habe den Herzog verraten. Nichts wird mich von dieser Schande je wieder reinwaschen. Das ist wohl wahr, aber lass uns erstmal diesen Albtraum verlassen. Oh Mann, das stimmt wohl.
krasse Story zu den Rittern der Flamme. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch noch so tiefgründig wird. Aber nichts geht über die Würdenen-Story bisher, finde ich. Die Würdenen und die Löwengarde? Boah, ich weiß es schon nicht mehr, ist echt schon zu lange her. Ist ja ein paar Parts her, dass wir in Glenumbra waren. Mittlerweile auch wieder. Herzog, oh Mann. Sir Edmund hat nach mir geschickt und ich kam so schnell ich konnte. Sir Hugh bittet nicht um Nachsicht, obwohl er sagt, er wäre nicht bei Sinnen gewesen. Er stand unter dem Einfluss eines Daedra, doch der ist jetzt tot. Wie stark mein Zorn auch sein mag, spüre ich dennoch die Wahrheit in euren Worten und sehe einen gewissen Wandel im Charakter von Sir Hugh. Dennoch hat er meine Frau ermordet und das kann ich nicht verzeihen. Dann werdet ihr ihn hinrichten lassen, euer Hoheit? Er hat mich gebeten, sein Leben zu nehmen und die Ehre der Ritter der Flamme wiederherzustellen. Aber meine Gefühle sind zu stark. Ich traue mir nicht zu, die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr wart in seinem Traum. Ihr habt gesehen, was ihn zum Mord verführt hat. Ihr müsst über sein Schicksal entscheiden. Sowas liebe ich ja total. Also entweder lebt er oder er soll sterben. Ja, auf der einen Seite kann er eigentlich nichts dafür, da er unter Einfluss eines Daedra war. Von daher lasst ihn leben. Er war nicht bei klarem Verstand. So würde ich es jetzt sehen. Wenn er das jetzt davor schon gemacht hätte, dann würde ich sagen, tot. Aber so nicht. Sehr gut. Danke für euren Rat. Erhebt euch, alter Freund. Ihr werdet heute nicht sterben. Dann ist es meine Strafe, in Schmach zu leben. Was? Daran habe ich gar nicht gedacht, ich Idiot. Oh Mann. Ich fürchte, mit meinem Tod wäre der Gerechtigkeit eher Genüge getan worden. Ich bete, dass euer Urteil sich nicht als Belastung für die Zukunft des Bündnisses herausstellt. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass er es ja eigentlich wollte. Weil mir... Oh Gott, bin ich dumm. Dann tut es mir doch ein bisschen leid. Ups. Niemand, der ein so schweres Verbrechen begangen hat, darf mir jemals wieder dienen. Und was wird jetzt mit ihm geschehen? Sir Hugh mag sein Leben behalten, aber er wird keinen Fuß mehr an meinen Hof setzen. Ich entziehe ihm hiermit seine Ritterwürde. Ich verbanne ihn aus Alcair. Auf seine Rückkehr steht der Tod, dennoch ist ihm ein gnädigeres Schicksal vergönnt als meiner Frau. Wächter der Ehre und ein Fertigkeitspunkt. Die unmittelbar drohende Gefahr mag gebannt sein, doch ich fürchte, es könnte sich hierbei um mehr handeln als nur ein zufälliges Ereignis. Sir Hugh wurde von Albträumen in den Wahnsinn getrieben. Und ich habe gehört, dem Konstabler von Köglin soll es ähnlich gewesen sein. Ach, der Typ. Wir müssen mehr über dieses sogenannte Omen erfahren. Wo würde ich so ein Wissen denn finden? Die Geisthüter der Abtei der Ausgestoßenen. What? Sie befassen sich mit daedrischen Ritualen, aber sie sind von wohlmeinender Natur. Sprecht in der Abtei mit Bruder Muran. Fragt ihn, ob das Auftauchen dieses Omens uns größere Sorgen machen sollte. Falls dem so ist, sollten wir Großkönig Emmerich warnen. Ich werde Muran aufsuchen. Hab Dank, Herzog Nathaniel. Und dir auch, alter Freund. Und dir, Sir Hugh. Oh Mann, der tut mir doch ein bisschen leid. Ich hätte ihn doch umbringen sollen, oder? Oh, ich hasse Entscheidungen. Ich hasse sie. Oh, ich habe sie zu schnell gefällt. Nun gut. Machst du nix? Das Leben ist ein kostbares Geschenk, meine lieben Freunde. So sollten wir es uns auch entgegennehmen. Und da ist die Abtei. Oh, das ist ja nah an der Hauptstadt. Aber Freunde, ich würde mal sagen... Ich mache erstmal das hier, oder? Warte mal, man kann da hinten zum nächsten... Zum DLC-Gebiet, glaube ich, wa? Die Treue wird obsiegen. Ich glaube, da geht's nach Wrothgar. Und da ich das ja nicht gekauft habe, müsste da eigentlich stehen, hierzu müsste das DLC-Gebiet. Bla bla bla. Wrothgar. Ahaha. Ah, siehst du? Geht nicht. Und wenn es gegangen wäre, ich hätte jetzt nicht weitergemacht. Ihr kennt mich ja, ne? 100% Bitch. Lass uns doch nochmal zurückblicken auf Glenumbra. Ganz kurz nur. Wie viel wir da entdeckt haben.
Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon echt krass. So ein Tier. Hatten wir hier noch irgendwas? Ich weiß es. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall noch was war. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir den Weg hier lang. Und gehen erstmal hier lang, oder? Ich will einen Marker setzen. So, da lang. Das können wir später machen. Und als Quests haben wir ja noch... Erstmal einen Fertigkeitspunkt. Das ist wichtig. Was ist denn das hier? Ihr teilt euer inneres Licht mit einem verwundeten Verbindung und stellt so... Oh, Leben wiederherstellen ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, das sollte ich... beanspruchen. Weil ganz im Ernst, heilen ist wirklich wichtig in dem Spiel. Achso, ich wollte erstmal den Dungeon machen, wa? Nein, dann mache ich erstmal den Dungeon, aber der Marker bleibt da trotzdem. Weil? Ich will noch von oben nach unten. Also werde ich dann hier so lang gehen und dann da erst das machen. Aber wir haben ja auch noch eine Quest, bin ich der Meinung. Noch eine Hauptquest. Ja, das Schloss des Wurms. Geht zur Zuflucht. Ich glaube, das mache ich dann hier nach. Wenn ich dann die Fabelhafenwacht geschafft habe. Die Fabelhafenwacht entdeckt. Und wie komme ich da jetzt rein? Wow, jetzt habe ich schon Rang 2 bei hastiger Zeremonie erlangt. So, da ist es ja. Coole Sache. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, die Fabelhafenwacht machen wir im nächsten Part. War auf jeden Fall ein cooler Part, hat mir sehr gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Part auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, Let's Play! Ja, das ist kurz online. Eltrom. Haut rein und ciao.